Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute zurück mit einer neuen Buchvorstellung bei euch. Und zwar geht es um das Buch Die Liebe ist ein schlechter Verlierer von Katie Marsh. Ist im Diana Verlag erschienen, eine broschierte Ausgabe für 12,99 € und mich hatte der Inhalt der Geschichte einfach total interessiert und auch das Cover und der Buchtitel sind ja sehr bezeichnend. Und hinten stand halt so ein toller Spruch drauf: Was, wenn der Moment, in dem du gehen willst, der Moment ist, in dem er dich am meisten braucht? Ein junges Paar, eine Geschichte, deren Ende zugleich ein Neuanfang ist. Die Liebesgeschichte von Hannah und Tom. Ja, das ist der Debütroman der Autorin. Und ich muss sagen, ich bin direkt gut in die Geschichte reingekommen. Der Schreibstil war total flüssig. Ich habe das Buch innerhalb von 2 Tagen durchgehabt, weil mich Hannah auch total mitreißen konnte. Ich fand Hannah einen ganz tollen Charakter und mir hat halt auch gut gefallen, dass sie so ein Typ war, der nicht gleich die Flinte ins Korn geworfen hat, gesagt hat, nee, hier läuft es jetzt nicht mehr, ich verlasse ihn trotzdem. Nein, sie hat sich dann gedacht, ich muss mich jetzt um Tom kümmern und meine Bedürfnisse hinten anstellen. Es geht darum, dass Hannah und Tom 5 Jahre zusammen sind, verheiratet sind und sie ihn verlassen möchte. Er hat sie stark vernachlässigt und seinen Beruf immer vorne angestellt und sie hinten an. Die beiden haben keine Kinder. Sie ist Lehrerin und er ist Rechtsanwalt. Und ja, die Beziehung hat ganz toll angefangen und sie wurde halt immer weiter nach hinten gedrängt. Dann kommt es so, dass sie ihn halt verlassen möchte. Abends ist er schon im Bett, als sie es ihm sagen möchte. Und am nächsten Morgen, als sie neben ihm aufwacht, merkt sie, hier stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Er liegt total verdreht da und kann nicht mehr richtig sprechen. Im Krankenhaus stellt sich dann schnell heraus, dass Tom einen Schlaganfall hatte. Ja, wie es dann so ist, sie kümmert sich um ihn und dadurch, dass er jetzt ja halt nicht mehr arbeiten kann, etc., kommen die beiden sich dann doch wieder ein bisschen näher und sie fragt sich, könnte das vielleicht alles ein Neuanfang sein? Wie gesagt, mir hat Hannah als Person total gut gefallen. Und ich bin durch das Buch durchgeflogen, worüber ich auch sehr froh bin, weil ich habe das Gefühl, ich hatte in letzter Zeit doch so eine leichte Leseflaute. Und ich gebe diesem Buch 4,5 Sterne. Es war zwar so gesehen jetzt nichts weltbewegend anderes als andere Bücher, aber es hat mir schon sehr gut gefallen. Jetzt kein 5-Sterne-Buch, aber ein sehr gutes 4,5-Sterne-Buch, was man sich auf jeden Fall mal näher anschauen sollte. Ich verlinke euch das Buch auch in der Infobox. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht zu lesen. Es hat einmal gezeigt, dass es doch sich lohnen kann, für die Beziehung zu kämpfen. Und wie sich Hannah und Tom letztendlich entscheiden, müsst ihr natürlich selbst lesen. Aber die Geschichte an sich ist auf jeden Fall sehr interessant gemacht. Und sehr warmherzig geschrieben. Und wie gesagt, es ließ sich wirklich flüssig weglesen. Ja, das war's von mir. Ich werde die Autorin auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Hinten stand auch drauf, ihr zweiter Roman ist bereits in Arbeit. Von daher bin ich mal gespannt drauf. Und würde sagen, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat die Rezi gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!